Wir befinden uns hier im Donaueschinger Ortsteil Almenshofen in der Pestalozzi-Straße. Die Feuerwehr wurde alarmiert zu einem Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag. Und die Besonderheit bei dem Einsatz war, dass sich die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt bereits in einem anderen Einsatz befand, bei einem weiteren vermeintlichen Blitzeinschlag, der sich aber als kleiner Heckenbrand herausgestellt hat. Somit wurden die Kräfte hierher geschickt und aufgrund der doppelten Einsatzmeldung hat der Einsatzleiter Martin Kiefer sich dazu entschlossen, die Gesamtabteilung Donaueschingen und die Abteilung Pforen nachalarmieren zu lassen. Hier vor Ort befindet sich zusätzlich dann noch die Führungsgruppe C, die den Einsatzleiter unterstützt. Zu den zu eintreffenden Kräften, die Lage, die sie vorgefunden haben, waren ein offener Dachstuhlbrand im Bereich eines Dachvorsprungs. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, ein Innenangriff und der Atemschutz wurde durchgeführt, sodass mit minimalem Wassereinsatz der Brand bekämpft werden konnte. Im Schwerpunkt geht es darum, eine Dachhautöffnung durchzuführen, um einen Wärmeabzug zu ermöglichen. Ja, also das Unwetter ist für Donaueschingen ungewöhnlich schwer ausgefallen. Die starken Regenfälle beeinträchtigen jetzt gerade noch die Einsatzmaßnahmen, sowohl für die Einsatzkräfte, die zum Gerätehaus fahren mussten, als auch für die Maschinisten, die Einsatzfahrzeuge fahren mussten, war besondere Vorsicht angesagt, weil die starken Regenfälle auch für rutschige Straßen gesorgt haben. Ja, also während der Einsatzmaßnahmen hier hat sich ein weiterer Einsatz aufgetan, der jetzt durch andere Kräfte der Abteilung Stadt abgearbeitet wird. Es handelt sich doch um einen Wassereinsatz. Wie viel jetzt noch an Folgeeinsätzen auftritt, ist unklar. Die Regenfälle halten noch an. Es kann durchaus sein, dass noch der ein oder andere Wassereinsatz dazukommt. Und hier an dieser Einsatzstelle rechnen wir jetzt nochmal mit 1 bis 1,5 Stunden Einsatzzeit, bis auch wirklich ausgeschlossen werden kann, dass sich der Brand unter weitere Dachbereiche ausbreitet. Aus jetziger Sicht hat es keine Verletzten gegeben, weder betroffene Personen der Anwohner noch Einsatzkräfte. Es sind auch ausreichend Rettungsdienstkräfte hier vor Ort, um die durchaus mitgenommenen Personen hier zu betreuen.